Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Wolfenstein 2 The New Colossus. So, wir sollen in diese Richtung hier, entweder runter oder rauf, keine Ahnung, aber auf alle Fälle erwartet uns hier der Generalstab. Dann würde ich sagen, wir aktivieren mal diesen Aufzug und gucken, aha, geht doch rauf, okay. Also eigentlich geht es wahrscheinlich abwärts, im übertragenen Sinne, aber ja, jetzt geht's mal rauf. Generalstab, Mitglieder, ein Haufen Arschlöcher. Habt ihr Arschlöcher meine Odin-Codes? Ja, ich nehme es mal an, dass sie die haben. So, Arschlöcher, herzlich willkommen. Sorry, wenn ich sowas sage, aber ich zitiere ja nur. Warum komme ich hier nicht raus? Muss ich hüpfen? Gut, da wäre schon mal der Erste. Der gehört aber nicht zum Generalstab. Das ist eine Wache. Aber okay. Oh, da bewegt sich was. Hier blinkt's, macht's und tut's. Ich würde sagen, wir steigen mal um aufs Maschinengewehr, weil das ist leise. Da müssten wir den eigentlich wegmachen können, ohne dass da jemand Lunte riecht. So, weg wäre er. Jetzt wäre es natürlich, oder es war nicht ganz ohne, was ich jetzt gemacht habe, weil... Oh ja, genau, ich soll gerade sagen, wir wissen ja nicht, ob da nicht noch einer in der Nähe ist, aber... Okay, oh, das Ding ist leer, der sieht uns hier gar nicht. Kann das sein? Point, Rübe weg. Nachladen, schlecht. Da wäre noch so eine Kugel gewesen. Boah, wie ist denn die Maus eingestellt? Was habe ich denn jetzt? Anders wie vorher, eigentlich nichts. Ist eine andere Uhrzeit. Wir hätten natürlich auch auf die Kugel ballern können. Dann hätte es die Jungs in die Luft gesprengt. Aber das hätte dann so viel Krach gemacht, je nachdem, dass das dann wieder eher kontraproduktiv gewesen wäre. Die kriege ich nicht kaputt. Nicht verfügbar, dann müssen wir hier lang. Achtung, halten Sie Ihre Papiere bereit. Die haben wir. In Form einer Knarre. Moment, wir können ja vielleicht mal gucken, ob man reinschauen kann. Man kann, man sieht. Oh, man sieht aber nichts. Das ist eine Schleuse. Ih, was ist das denn? Spinnen? Nein, das sind irgendwelche automatischen... Keine Ahnung, was. Automatisch sind sie aber. Da oben haben wir auch noch irgendwie eine Kamera. Kommandozentrale. Also da wären wir dann. Jetzt haben wir das gleiche Problem. Wenn ich den leise töte, dann ist da noch einer. Hm. Ich glaube, das können wir uns schenken mit leise töten. Ah! Ja, so geht's auch. So kriegen die natürlich auch relativ schnell Bescheid, dass hier jemand ist. Wobei, die sind so doof, die merken das nicht mal. Nein, jetzt ist mein Visier wieder falsch. Machen wir es halt so. Ich wollte eigentlich noch das Visier wieder einstellen. Oh. Uiuiui, okay. Eieiei. Ah, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, du bist kaputt, du explodierst und das wird uns aber wahrscheinlich... Oh Gott, ich muss hier mal weg. So, und hier mal umstellen. Ach, das Ding hat ja keine Muni. Oh, und da ballert schon wieder. Eieiei. Oh, es sind doch ein bisschen viele von denen. Da haben wir aber noch eine Granate, zumindest eine. Da müssen wir nochmal durchbrechen. Das bringt sonst nichts. Schnell weg. Kann ich hier noch was mitnehmen? Nein. Ich muss das mit Tempo und mit Verstecken machen. So, schnell runter, sonst ist Feierabend. Ja, das dürfte relativ eng werden, dass wir das überleben. Vor allem, wenn wir nachladen müssen. Oh, das sind aber auch so viele, dass... oh Gott, das hängt am seidenen Faden, was ich hier mache. Jetzt geht's noch, aber der könnte unser Tod bedeuten. Ja, nee, das sind zu viele. Das muss man tatsächlich anders machen. Jetzt ist die Frage, wie anders soll man das machen? Hm. Die Knarre, diese fette Knarre. Habe ich die noch? Nein, die habe ich nicht mehr. Die habe ich da hinten liegen gelassen. Das ist natürlich dann eher doof. Okay, jetzt stimmt wenigstens das Visier wieder. Aber es ist nicht so, dass uns das wahrscheinlich groß helfen würde. Wenn wir es eben doch leise versuchen. Weil eben, es sind einfach zu viele. Hier hinten war doch irgendwo einer. Da. Okay. Das wäre schon mal leise gewesen. Oh. Hat man das gehört? Das hat man gehört. Okay. Nochmal Flucht. Boah, es ist aber wirklich, es sind einfach schlicht und einfach zu viele. Was soll man denn hier machen? Lebst du noch, Hund? Du lebst noch. Wow. Wow, wow, wow. Okay, nochmal Flucht. So, hier nochmal rein und nochmal in Deckung. Bringt noch nichts, dann kommen sie von hier.
immer auf den Kopf schießen. Das müsste doch bei dem eigentlich helfen. Okay, das half tatsächlich. Da schlägt noch einer Alarm. Alles klar. Wo kommen die nur alle her? Okay, es ist der Generalstab. Ist eigentlich logisch, dass hier natürlich dann dementsprechend auch viele Leute sind. Es sind nur ein bisschen gar viele. Seid ihr da nicht auch der Meinung, liebe Generalstabsmitarbeiter? Das ist doch verschwendetes Material. Passt schon. Ah, das wird wieder nichts. Noch 5 Leben. Das dauert jetzt ein Momentchen, bis wir aufladen. Im Prinzip, die Stelle hier, die wäre gar nicht so schlecht. Würde ich mal behaupten. Das Problem ist, dass wir hier irgendwo diesen Kommandanten haben, der die ganze Zeit Verstärkung ruft. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich suche den gerade. Oh, Moment, von wo kommt das? Von hier vorne. Eieiei, Zeit noch Faden. Ahoi. Noch mal Deckung. Ich finde aber auch nirgends Heilung und so Zeugs. Aber das hat auch damit zu tun, dass ich hier so viel zu schnell durchraschen muss. Oh, ich habe den Kommandanten. Den Kommandanten tatsächlich erwischt. Ich weiß zwar nicht wie, was, wo, aber okay. Bevor wir jetzt weitergehen, werden wir hier nochmal schnell gucken. Hier hat es doch mit Sicherheit noch irgendwie was. Eben, zum Beispiel zum Lesen. Kommandant Schmeckels E-Post. Bitte Pause drücken. Okay. Und es sollte auch noch irgendwas haben, was, keine Ahnung, wahlweise in die Luft fliegen kann. Sprich Granaten. Was macht der hier? Gottesanbeter in komischer Position. Der sitzt und klingt nach. Ja, wir hauen gleich. Aber eben, hier hat es doch noch Zeugs. Hier haben wir noch eine fette Wumme, die nehmen wir natürlich auch mit. So, gut. Was war das? Noch ein E? Von wegen Lesen? Nein, habe ich nichts übersehen. Okay, Wummen und Zeugs, Knarren, wir haben was wir brauchen. Da war nochmal ein E. Leer war es, okay. Ich würde sagen, dann gehen wir da mal lang. Da war aber gerade noch was. Nehmen wir natürlich mit. So, einmal quer durch. War das die richtige Tür? Nein, nicht verfügbar. Wo müssen wir hin? Dann war das hier hinten. Ne, hier ist glaube ich auch zu. Nicht verfügbar, genau. Wir werden die Tür finden. Ich bin da guter Dinge. Da hinten ist eigentlich angeschrieben das Ganze. Was steht denn da genau da oben? Hier steht Venus Oberflächenkartierungsabteilung. Ne, von da kommen wir. Ja, okay. Ich habe doch nochmal geguckt. Dann müsste es dann aber jetzt langsam die Tür sein wahrscheinlich. Kommandozentrale. Auch nicht verfügbar. Moment. Warum muss es denn immer die letzte aller Türen sein, wenn ich irgendwas suche? Ich hätte natürlich auch mal kurz G drücken können. Hier, Kommandozentrale ist auch groß angeschrieben. Nicht verfügbar. Ach, müssen wir doch nicht hier rein? Oder fehlt noch was? Ein Knopf fehlt noch. Und wie und wo drücke ich den? Das scheint nicht der richtige Weg zu sein. Wenn ich hier nochmal G drücke. 9 Meter. Nicht verfügbar. Okay, dann muss es einen alternativen Weg dahin geben. Wir müssen den nur finden. Nicht verfügbar. Wir sind wieder gleich weit wie vorher, nämlich bei lauter nicht verfügbaren Türen. mal gucken. Irgendwo haben wir doch eine Karte. Okay, wir sind hier. Hier rum und da rein. Machen wir mal. Mal behende rennen, wenn wir jetzt hier sind. Nochmal die Karte. Einmal drehen. Das müsste stimmen. Hier lang. Wir müssen nur die Tastatur wiederfinden. Also das wäre dann hier. Der Herr Pfadfinder. Okay, und dann hier geradeaus. Schon wieder Tastaturproblem. Halt, nee, das Ding, das schmeißen wir nicht weg. Das wollen wir definitiv mitnehmen. Halt, hier war irgendwie noch Heilung. Hier lang? Echt jetzt? Im Prinzip. Wo sind wir denn jetzt? Jetzt sehe ich mich nicht mal mehr auf der Map. Moment, nochmal raus hier. So, hier nochmal gucken, weil wenn der Herr Pfadfinder unterwegs ist. Aha, Moment, einmal drehen. Nochmal ein bisschen drehen. So, jetzt hier geradeaus. Irgendwie hier rüber, kann das sein? Hä? Wo bin ich jetzt? Hier. Gut,
Hier ist ein Punkt, hier ist ein Punkt. Da müssen wir hinkommen. Das ist wahrscheinlich eben zu. Okay, hier dran vorbei. Müssen wir hier was machen? Im Schaltpult. Waren das nicht Granaten? Nee, schade. Sehr schade eigentlich. Hätte ich doch glatt noch mitgenommen. Aber hier ist irgendwie tatsächlich nichts. Muss ich das Teil hier kaputt machen? Ich kann es ja mal testen. Also kaputt geht's, okay. Bringt das in irgendeiner Form was? Oh, alles klar. Aber da müsste man auch noch lang kommen. Das kommen wir auch, indem wir es kaputt machen. Ne, kommen wir doch nicht. Kriege ich nicht kaputt. Kann ich hier mit Tempo... Ah, ne, ich könnte natürlich die richtige Richtung nehmen, okay. Aber es sieht aus, als kriege ich hier die Knarre nicht durch. Wie komme ich denn da rein? Irgendwie ein bisschen zu groß. Jetzt geht's rüber, runter, dann geht's. Gut, mal schauen, wo wir hinkommen. Ist einfach das Ganze untertunnelt. Aha, hier wieder solche Bereiche. Wo wir nicht weiterkommen. Schauen wir mal nochmal. Das geht nicht. Und rennen. Also unseren Wuchtangriff, den haben wir so natürlich nicht. Okay, dann war das nur, damit man sich hier ein bisschen verstecken kann, wenn das hier oben ein bisschen zu krass wird. Ah nee, guck mal an. Das ist der Weg, der uns hier reinführt, in diese Zentrale, wo die Tür nicht aufging. Okay, alles klar. Haben wir es doch noch gepackt. Odin-Codes besorgen. Level verlassen. Machen wir glatt mal. Odin-Codes. Wo seid ihr? Volltreffer. Schmeckt's dir, Vogel? Mach dich besser auf den Weg. Ein Taxi kommt. Wow, ja, das ist schon ein U-Boot. Heiliges bisschen. Wieso ist die Notbeleuchtung an? Wo sind alle hin? Hier stimmt was nicht. Halt dich bereit. Oh oh, auf dem U-Boot. Was? Nicht in Ordnung. Das ist natürlich dann eher Käse. Oh. Herzlichen Glückwunsch, William. Oh. Auf dich, du Superheld. Wir pusten mal. Ja! Ich gedacht, dass ich so lang mache. Also auf Bruder Blaskowitsch, den zähesten Schweinehund, den ich kenne. Terror, Billy! Wow, das finde ich einen richtig guten Bananenkuchen. Der ist von Max. Max Hass! Oh! Hier kommt flüssige Liebe. Großer Gott, der brennt glatt ein Loch in den Bauch des alten Horten. Jungs! Also, wie war die Venus? Haben Sie mir irgendwas mitgebracht? Tja, der Souvenirladen war zu, aber ich hab das. Heilige Scheiße, Blaskowitsch. Erzählen Sie von dem Schiff. Ich muss Ihnen auf jeden Fall vom Silberfisch erzählen. Ist das der Name des Schiffs? Ist ziemlich klein. Oh. Sigrun. Ja, Frau Grace? Hören Sie, ich brauch mal Ihre Regimeaugen. Ich gehöre nicht zum Regime. Wie auch immer. Also entschlüsseln Sie die Odin-Codes, damit wir das Abwehrsystem deaktivieren und den Ausmerzer kapern können. Ja, Frau Grace. Aber bitte, ich gehöre nicht zum Regime. Oh, tut mir leid. Habe ich Ihre Regimegefühle verletzt? Schluck's runter, Püppchen. Die sollten nicht so fies sein zur Sigrun. Das könnte böse enden, je nachdem. Scheiße.
Wenn die dann die Meinung ändert, ja. Kameraden, Brüder und Schwestern, vielen, vielen Dank. Morgen ballern wir auf das Regime, bis uns die Kugeln ausgehen. Aber heute, heute feiern wir Blaskovic. Hört, hört! Hey! Und Fusel. Nicht ihre. Moin. Hey! Hört, hört! Max! Na los! Ja! Hört, hört! Na los, Junge! Na los! Ja! Ja! Oh, oh Gott verdammt! Da hat jemand die Toilette zugeschissen! Ist doch nicht wahr! Oh. Sie haben deinen Kopf in diesem Glas aufbewahrt, Terror Billy? Hört, hört! Max, was? Max, ja, los, schlag schon zu! Max! Oh. Max, heiß! Max, heiß! Komm schon, William, der hält's auf! No. Das geht besser! Oh. Der ist stabil, der Max Haas. Runter von mir, Mädchen! Hör auf! Kuschel, ich bin ein verdammter Wing Commander! Oh, 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 oh. Hört, hört! Max Haas! Oh. Ja. Boing. Whisky? Also, Horten fängt mit Mais an. Manchmal haben wir auch Gerste genommen. Ich glaube, ich mag Roggen, aber normalerweise nimmt er Mais und dann... Oh. Oh, oh. Ja, was für eine Party. Heiliges bisschen. Fergus. Wachen Sie auf, Sie müssen fliegen. Oh Gott. Mann, wo ist Ihr Arm? Anja, wie Sie Horten aufwachen. Was ist los? Unser Pilot ist noch betrunken und wir hätten längst starten müssen. Oh, kann er in dem Zustand fliegen? Tja, mit nur einem Arm kann er einen Scheißdreck. Okay, Horten, Anja, geben Sie ihm Kaffee oder so. Er muss nüchtern werden. Und Blaskovic, finden Sie Fergus Scheißarm, bevor hier noch alles den Bach runtergeht. Gott verdammt! Fergus? Hey, was jetzt? Hey, Fergus, müssen wir den Arm suchen? Echt, Moment, ich muss nochmal schnell G drücken. Tatsächlich, finde Fergus. Oh Gott. Ja, wo kann er den wohl gelassen haben? Kann man ihn fragen? Hallo, Kollege? Hast du eine Ahnung, wo? Es gibt nur ein Heilmittel. Und das wäre... Ihr Arm ist. Karte. Killer. Und der funktioniert wie? Zunge nicht verschluckt. Was ist da drin? Sein Arm? Ja, vielleicht in einem Billard-Dingens drin. Ach, Herr Jemine, einen Arm suchen. Ah, ihr seid lustig. Kriegen wir einen Anhaltspunkt, wo der sein könnte? Da, 53. Oh Gott, ja, mehrere sogar. Verdammt, Fergus. Warum musst du immer diesen Arm verlieren? Gute Frage. Das müsste doch die Enigma-Maschine sein? Nee, doch nicht. Die werden wir auch noch finden. Brief eines Soldaten, liebe Angela. Okay, ich würde sagen, das lese ich mal. Mein Schatz, weil es ist auf dem U-Boot, das ist irgendwie was Persönliches. Mein Schatz, ich schreibe dir diesen Brief für den Fall, dass ich hier nicht lebend rauskomme. Vielleicht gibt es eine Chance, dass er dich erreicht. Vor einem Monat wurde unser U-Boot von Terroristen angegriffen. Sie haben fast alle getötet. Es war unvorstellbar grausam. Sie haben wahllos gemordet. Mir ist es gelungen, mich zusammen mit einer Gruppe anderer Soldaten und Kommandant Fischner, den ich schon seit langer Zeit kenne und als guten Freund betrachte, zu verstecken. Die Terroristen haben das U-Boot übernommen und benutzen es jetzt als ihre Basis. Sie ahnen bisher nicht, dass wir noch hier sind. Wir haben in einem Geheimbereich des U-Boots Zuflucht gesucht, da sie uns zahlenmäßig überlegen sind. Und unser Terrorist Blaskovic ist auf ihrer Seite. Es käme Selbstmord gleich, sich hinauszuwagen. 4 Wochen sind jetzt vergangen, die Tage ziehen sich langsam werden die Leute... Wisst ihr was, Leute? Das ist steinalt.
In Liebe, Fritz, das ist aus der Sektion F. Aber das ist eigentlich vorbei. Das hätten wir wahrscheinlich irgendwie vor 30 Folgen lesen müssen. Haben wir hier noch mehr? Oder ist das... Nee, das gehört auch da dazu. Oder haben wir das vielleicht sogar schon gelesen vor 30 Folgen? Das weiß ich natürlich nicht mehr. Oh, hier haben wir aber ganz viele Sachen. Kommandant Fischers Notiz. Okay, wisst ihr was? Pause drücken, bitteschön. Ich glaube eh, dass wir das schon gelesen haben. Aber auf der anderen Seite... Ja, ich möchte weiter. Ich möchte diesen Arm finden. Sonst suchen wir jetzt hier... Nein, Herr Blaskowitsch, ich weiß nicht, wo der Arm ist, den Sie suchen. Sonst suchen wir hier jetzt Ewigkeiten nach diesem Arm. Aber wir können ja immer mit G gucken, dass wir hier diese einzelnen Bereiche abklappern. Wie ich höre, suchen Sie nach Fergus Jo. Arm. Reden Sie mit Paris Jack. Der hat sich gestern Abend mit Fergus unterhalten. Paris ist in der Messe. Okay, das ist ja ein bisschen fast wie so irgendwie Agatha Christie. Das ist nicht die Messe. Fergus Arm nicht gesehen. Aber wenn ein Schwein wegläuft, schaue ich als erstes beim Futtertrog nach. Liegt da hinten was? Nein. Oh Gott, den Arm finden. Okay, ich weiß Paris und so weiter. Ich weiß noch nicht, wo genau Paris ist. Deswegen drücke ich mal nochmal aufs G. Aha. Moment, 21. Wir machen das wirklich so nach und nach. Ist das hier drin? Aha. Nee, ist es nicht. Dafür die Spieluhr, die schöne. Die ist wirklich schön. Mir gefallen solche Sachen. Nochmal G. Ja, einfach die ganzen Leute, die hier rumstehen. Tut mir leid. Hab Fergus Arm nirgendwo gesehen. Ja. Den könnte man bestimmt teuer verkaufen. Da muss man noch ein bisschen aufpassen. Mr. Blaskowitsch, haben Sie eine Minute Zeit? Ja, Gisela. Als Autorin habe ich die Angewohnheit, Menschen zu beobachten. Zum Beispiel Max. Mhm. Ich erkenne eine große Traurigkeit. Es wäre gut, ihm zu helfen. Mhm. Ich weiß, dass Max Spielzeug mag. Halten Sie doch die Augen danach offen, wenn Sie gegen das Regime kämpfen. Für Max, Mr. Blaskowitsch. Ich glaube, jetzt finden wir hier lauter Sachen, die wir schon viel früher hätten finden sollen. Denn das mit dem Spielzeug, das könnten wir oder hätten wir eigentlich schon von Anfang an natürlich machen können. Ich weiß nur nicht, ob wir jetzt was hätten finden können, bevor wir das getriggert haben hier mit Gisela. Keine Ahnung. Naja gut, ab sofort können wir es, wenn wir Spielzeug finden. Wir wissen, für wen das ist, nämlich für den guten Max. Also Lehrer? Ja, hallo? Geschichtslehrer. Ein Arm? Hallo? Ist nur schwer zu sagen, was Wahrheit und Lüge ist. Der alte Schotte hat seinen Arm verloren. Richtig, Petey. Da kann ich ihm nicht helfen. Okay, ich suche irgendjemand, der Paris heißt und irgendwo sein soll. Vielleicht hier vorne noch. Ja, hier haben wir auch nochmal. Okay, Max. Ja, komm. Jetzt sind wir wieder gleich weit. Max, weißt du, wo der Lass ist? Uns ein bisschen Fußball Nein, spielen. Weiß auch nicht. Hä? Max Haus. Komm, Max. Mach nicht so ein trauriges Gesicht. Los, spielen wir. Max Haus. Oh. Glaubst du, ich sehe das nicht? Wie du es dir leicht machst? Glaubst du, ich kenne das nicht? Mit anzusehen, wie Freunde ermordet werden? Hm. Meine Familie, meine Kinder. Und wie einfach es wäre. Ja, es ist halt schon krass, ja, wie hier jeder einfach nochmal seinen Text hat. Das ist, man kann hinkommen, wo man will, sie unterhalten sich und sie nehmen dann gleich Bezug auf etwas. Man könnte das Spiel wahrscheinlich auch 100 Stunden spielen, wäre auch kein großes Ding. Also folgendes, wir könnten einen Funkspruch abfangen, in dem die Baumaterialien erwähnt wurden, die die Ärsche zum Generalstab auf der Venus geschickt haben. Jetzt kommt's. Auf der Liste steht ein voll funktionsfähiger Schlachtenläufer. Oh. Die benutzen ihn wohl, um Decken zu streichen oder so. Wer weiß. Naja, schauen Sie sich die Einzelheiten auf der Kriegskarte an. Viel Glück. Das wäre dann wahrscheinlich eine Nebenmission, nehme ich an. Und da könnte man aber den Schlachtenläufer finden. So wie es aussieht. Halt, wo war das? Eigentlich suchen wir ja nach einem Arm, aber ich möchte trotzdem schnell gucken. Moment. Wie orientiert man sich hier gleich nochmal? Nochmal zurück. Okay. Moment, irgendwie kann man doch hier durch. Glücklich machen. Zappen. Und in deiner Nähe bin ich traurig. Wer ist denn jetzt traurig? New Orleans, das haben wir alles. Wo wäre denn jetzt hier der Schlachtenläufer? Könnte man mir das bitte mitteilen? Da oben wahrscheinlich nicht. Da waren wir schon. Wir lassen das mal, würde ich sagen. Weil wir suchen den Arm. Und der arme Max soll da bitte keine Knöpfchen drücken. Ich wusste gar nicht, dass ein Arm einfach so verschwinden kann. Na
Nach sowas halte ich nicht die Augen offen. Ja, der Alkohol. Da passieren einige Sachen. Hier liegen noch ein paar Beutezüge. Fergus Arm. Nein, den habe ich nicht gesehen. Beutezüge? Was sind Beutezüge? Nein, Beutesachen. Wie sagt man dem denn? Raubzüge? Beute? Ist ja egal. Keine Ahnung. So, Seth, du eine Ahnung, wo der Arm ist? Paris Jack hat mir erzählt, dass es Probleme mit Fergus Arm gab. Ich habe aber noch nicht mit Fergus sprechen können. Ja, wir suchen eigentlich Paris. Und Paris wäre... Moment, da war's gerade. Nochmal drücken. Wo ist mein G? Da, 14 Meter. Bist du hier hinten? Bist du Paris? Nee, du bist Dement. Oder Demont, oder wie man dem dann sagt. Nochmal das G aufrufen. Ja, das ist halt nicht in dem Sinn markiert. Also mit dem müssen wir auch noch reden. Es geht um Leben und Tod. Sie müssen mir helfen. Der hat bestimmt auch wieder irgendwas Spezielles. Ich habe eine Inventur im Munitionslager durchgeführt, als diese verdammte Riesenratte mich wie tollwütig angesprungen hat. Die war so groß wie ein Hund. Sowas habe ich noch nie gesehen. Würde sie jetzt nicht in der Kiste in der Falle sitzen, weiß ich nicht, was passiert wäre. Sie müssen ins Munitionslager gehen und sie erledigen, Mann. Lassen Sie sich nicht beißen. Von dem Mistvieh kriegen Sie ganz bestimmt Tetanus und was weiß ich nicht alles. Okay, jetzt kommen die ganzen Nebenmissionen rein. Bezirksmission, Nebenmission, genau. Aber das mit dem Arm, das gehört tatsächlich zur Hauptmission, weil ohne Arm fliegt er nicht, der gute Mann. Naja gut, liebe Leute, ich würde sagen, wir suchen in der nächsten Folge weiter nach dem Arm, beziehungsweise erstmal nach Paris, die uns dann wahrscheinlich einen Tipp geben kann, wo der Arm ist. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich, moin. Tschüss.